Hey, hallo Kinder! Hallo Peter! Hey Medizin, Justus, Maximilian und die anderen. Erst, leg den Prometheus weg. Okay, soll ich euch mal eine Geschichte erzählen? Ja! Dann hör zu jetzt! Der kleine Peter war so niedlich, als er 17 Jahre war. Mit seinem Einser-Abschluss stand er plötzlich völlig planlos da. Deshalb nach dem Abi lieber ganz schnell eingeschrieben. Wollte einfach nicht wie Lisa mit 18 nach Australien fliegen. So stand er direkt am ersten Tag vor dem Schild der Bibliothek und machte sich ein Bild. Die Wochen danach waren voll mit fleißigem Streben. Die Bib seine Wohnung, die Bücher sein Leben. Ledig und unbekannt war seine Anamnese. Er war die dritte Base in der Wobbelhypothese. Dass aus diesem Jungen ein ganz vorbildlicher Streber werde, merkte man bereits durch seine ordentlichen Leberwerte. So ist es in Humanmedizin inzwischen eben Brauch. Die Bücher wurden schwerer, Peter leider auch. Bei all dem vielen Lernen kam sein Gürtel an der Grenze an und er wie ein Tyrannosaurus nicht mehr an die Füße dran. Jeden Tag dasselbe triste Spiel. Bisschen dieser weibliche Homo sapiens auf ihn. Sie kam auf ihn zu, die perfekte Anatomie. Sein Ego eher ein Kapitel Mikrobiologie. Sie setzte sich, sie war eine hübsche und eine nette. Doch er hatte mehr Komplexe als die Atmungskette. Peter überlegte kurz, er wollte ihr doch imponieren. Unentspannterweise sollte er direkt den Kopf verlieren. Und anstatt sich zu konzentrieren, fing er an zu kontrahieren. Flex! Ihr Gesichtsausdruck ging eher Richtung Apoplex. Es klappte mit den Frauen bei ihm irgendwie einfach nie. Sein Herz bildlich dargestellt, die Solografie. Plötzlich hatte er eine Strategie, der Cortex schickte den Befehl. Doch heraus kam nur hübsches Plattenepithel. Sie war nett und tat, als wäre es nichts gewesen eben. Doch Peter hätte fast vor Scham den Löffel abgegeben. Meisterschaften kam auch Peter nicht drumrum. Viele gut gelaunte Menschen, er wie immer stumm. Er wollte eigentlich nüchtern bleiben, bis er sie schließlich sah. Mitten all dem bunten Treiben stand dieses Mädchen wieder da. Komplett tattoofrei war sie so perfekt gebaut. Oh ja. Denn Rainer lehrte uns doch, dass nur reine Haut reinhaut. Sie reichte ihm ein Bier, stand wie angewurzelt da. Sie sagte: Ex oder Zani? Life is good up. Go Peter, go Peter, go Peter. Peter. Fühlte sich gut, frisch und lebendig, lief über die Laufbahn geschmeidig und wendig. Fingern zu tanzen, Fingern zu feiern, das Bild von der Bibsch zu verschleiern. Nach Hamburg nass, aber gießen Licher, um ihn herum auf einmal gekichert. Bier und Bonk, alles wurde versprochen, Peter wollte nie mehr nach Hause kommen. Frauen um ihn herum wie nie, plötzlich schätzte sich Peter um sie. Da war dieses Gefühl wie neugeboren, also alles direkt nochmal von vorn. Ihr erwartet ne Moral, doch wir sagen no. Das kommt statistisch nicht so cool. WHO, ehrlich, wir lieben die Medis. Und das einfach, weil sie uns alle verbindet. Ligase-Style. Ja, unser DNA, Basentriplett, besteht inzwischen aus Galliern, Zirkus und Matt. Ja, das mit dem Matt, Lübeck, witzige Geschichte. Hey, das ist funny. Nee, aber lustig. Und wir haben halt nicht viel Geld. Und kein Greenscreen daheim. Ja. Grüße an Mannheim. Wir bei den Midis gibt feiern und der Sport eben mal vor. Es zählt weniger das Dock und mehr das Tor. Mir ist egal, was so eine Makrophage eigentlich frisst. Oder das Hebamme nicht nur ein witziger Imperativ ist. Ihr seht, ohne den Spaß ist dein Studio manchmal frustig. Also macht mal eine Pause und werdet endlich wieder lustig.